Einer, der das sehr gut kennt, ist der Joel Mattli. Er ist jung, ambitioniert und steckt seine sportlichen Ziele gern hoch. Und das auf verschiedene Art und Weise, wo so manche nur schon beim Zuschauen an seine Grenzen kommt. Bei Joel Mattli gibt es nichts, was er nicht ausprobieren würde. Der 29-Jährige testet gerne Grenzen aus. In der Trendsporthalle Overground in Basel trainiert er regelmäßig. 2017 meldet er sich bei Ninja Warrior Germany an, einer TV-Sendung, bei der in möglichst kurzer Zeit ein Hindernisparcours absolviert werden muss. 2022 gelingt ihm der erste Sieg bei Ninja Warrior Austria. Er hat es geschafft, Mario, als einziger. Joel Mattli. Emotionen pur. Ich bin unglaublich stolz. Es ist mega schön, dass ich das erleben durfte und auch jetzt noch immer in Gänsehaut. Es ist einfach, ja. Es ist etwas, wo ich mega viel investiert habe, mega viel Zeit, mega viel Schweiß reingeflossen ist. Dort oben stehen, Ninja Warrior Sieger zu sein, das ist etwas, wo weltweit ganz wenig geschafft haben und für mich das Größte war. Das gibt einem ein mega schönes Gefühl, auch Motivation zum Weitermachen. Und seit dem Sieg mit Ninja Warrior Austria haben sich eigentlich recht viele Türen aufgemacht. Und das eine war auch, dass ich von einer italienischen Show eingeladen wurde, dort an die Weltrekordshow. Und ich hatte dort die Chance, einen Weltrekord aufzustellen, wo man mit einer, so einer beweglichen Stange springt, von Hälterung zu Hälterung. Und dort habe ich die meiste Anzahl dann tatsächlich geschafft, mit 28 Sprüngen. Und so können einen Weltrekord aufstellen. Nuuk im Kanton Wallis. Chris Hamert organisiert hier in Zusammenarbeit mit Bungee Nuuk zum zweiten Mal den Ninja Warrior Extreme Event. Definitiv eine grosse Grenze. Als ich mich überwinden musste, ist die ganze Höhenangstschicht und der Hindernisparcours nicht nur zu designen gemeinsam mit David und dem Stefan, sondern eben auch noch auf die Brücke abtragen, die ganzen Elemente. Und nachher muss man inzwischen auch unter die Brücke steigen. Das war neu. Gemeinsam mit Top-Athleten und Athletinnen aus aller Welt stellt sich Joel Mattli heute einem Hindernisparcours unter der Brücke. Ich werde heute sicher an meine Grenzen kommen, im Sinne von, hey, es geht 200 Meter das Loch runter und ich muss mich festheben. Aber ich bin dann eben immer ein bisschen im Duell mit mir selber und versuche mich immer wieder herauszufordern. Und das mache ich mit eben so Challenges. Die Höhe ist die eine Challenge, aber das andere ist, wie ruhig kann ich damit umgehen? Wie kann ich trotzdem mein Ding machen, auf den Parkour fokussiert bleiben? Und das wird sicher die grosse Schwierigkeit heute. Mein Herz rast schon, wenn ich nur da oben schaue, aber ich freue mich natürlich auch. Ich versuche im Sport keine Grenzen zu sehen. Das ist immer so ein bisschen mein Motto. No, no limits. Ich finde, es ist wichtig, dass man seine Grenzen immer wieder neu herausfordert oder auch erweitert. Weil für mich ist eine Grenze nicht etwas, das einfach eine Barriere ist, sondern etwas, wo, eben, wo man ein bisschen daran arbeiten kann, wo man angehen kann und immer weiter entwickeln. Und die Grenzen versuche ich so auch immer wieder neu herauszufinden. Joels Freundin Yesina ist zur Unterstützung mit nach Nuuk gekommen. Ich bin natürlich wegen dem Sport auch sehr viel unterwegs. Es ist sicher mit viel Verzicht verbunden. Also jetzt haben wir gerade eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen mehr Süßes gegessen habe, was auch mal schön ist. Aber es gibt dann sicher auch wieder die andere Phase, wo in der Vorbereitung es einfach heisst, Zucker und alles weg. Und weniger Zeit für die Familie, weniger Zeit für die Freundin. Und das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Ich glaube, er ist sehr schwierig zu bremsen, wenn er gerade etwas im Kopf hat. Und es ist sehr schwierig, ihn irgendwie so ein bisschen runterzuholen. Aber ich glaube, man muss sich auch einfach mega in ihn hineinfühlen. Und das ist seine Leidenschaft, seine Passion. Und ich probiere ihn da zu unterstützen. Joel Mattli ist zum zweiten Mal am Event dabei. Das erste Mal bleibt ihm besonders in Erinnerung. Damals liegt sein Vater schwer krank im Spital. Ja, mein Vater hat Krebs gehabt. Und das war gerade eine Phase, in der alles drunter und drüber gelaufen ist. Mein Vater war im Spital, hat dann aber eine Nachricht bekommen, dass es ihm viel schlechter geht. Und bin dann auch direkt nach Hause gefahren worden vom Kollegen und konnte die letzten Tage noch mit ihm verbringen. Aber ja, es ist natürlich mit vielen Emotionen verbunden, auch jetzt hier zurückzukommen. Es ist halt wirklich genau auf den Punkt eigentlich dann 3 Jahre her. Und es fühlt sich gleich an, als ob es gestern gewesen wäre.
Jedes Mal, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, ist es einerseits mega schön, weil er mir das alles beigebracht hat, weil das Familie war, dass unser Zusammenhalt immer mit dem Musizieren mega gestärkt worden ist. Und gleichzeitig natürlich auch ja, mit einem traurigen auch die Gitarre in die Hand nehmen jedes Mal und auch wieder ein bisschen Überwindung braucht. Das ist eine andere Art von Grenzen natürlich. Und dann war es einfach mal pure Leere für mich. You say it best when you say nothing at all. Ich konnte nicht trainieren. Ich habe so eine krasse Leere gespürt. Und die Person, die mich immer unterstützt hat, die immer Zuversicht gegeben hat, war dann in dem Moment nicht da. Und das war einfach ein Horror für mich. Und ich musste lernen, damit umzugehen. Und das hat mich definitiv an meine Grenzen gebracht. Ich bin dann einen Monat für mich einfach abgehauen auf Teneriffa, ein Zufluchtsort, wo ich auch mit ihm immer wieder surfen bin früher. Ich konnte mit niemandem reden damals. Ich hatte mega Mühe gehabt und es hat so gut da in dem Moment einfach mich voll auszupowern, denn dass ich voll auf den Berg gerannt bin, dann Weitsicht übers Meer gesehen, über die Berge und einfach voll rausgeschrauen. Und das hat mir ganz gut da damals auch dann zu sagen, okay, ich entscheide mich, ich will weitermachen. Beim Parcours geht es darum, mit seiner eigenen Körperkraft Hindernisse zu überwinden und am Ende den Buzzer zu tätigen. Ja, jetzt fängt es natürlich an, langsam ein bisschen kribbeln. Der Weg da oben wird jetzt glaube ich auch schon mal so ein bisschen ein Vorgeschmack. Aber nein, ich freue mich natürlich auch riesig. Es ist wie gut. Ein bisschen rutschig alles. Jetzt schon. Let's do it! Aufgrund des schlechten Wetters muss Joel warten. Eine Stunde später ist er zurück am Start, wärmt sich auf und muss sich der Aufgabe erneut stellen. Boah, es ist natürlich jetzt auch einiges passiert. Man hat sich eigentlich schon mental darauf vorbereitet, damit abgefunden. Jetzt ist wieder Ruhe gewesen, jetzt wieder rüberfahren. Nicht ganz einfach, aber das ist genau das, was dazugehört. Und das macht es eben wieder eine neue Challenge. Hallo Joel. Come on, the hash. Ich bin richtig stolz, ich konnte im Moment einfach geniessen, null Angst gehabt. Es war jetzt halt leider ein bisschen nass, das sind die Umstände und ich bin mit der Hand abgerutscht und das dürfen wir heute noch mal probieren. Darum habe ich nachher auch einen Abgang gemacht und den Flug genossen. Aber jetzt komme ich hoch und ja, die Emotionen sind da, das Adrenalin ist ganz oben und ich habe richtig auch Freude, dass ich es gerade erleben durfte und ja, coole Sache. Joel gönnt sich heute in Birsfelden mit seiner Mutter Elfi Erholung. Die adrenalinreichen Sachen von Joel sind für seine Mutter nicht immer leicht anzuschauen. Wir haben einen grossen Verlust erlebt. Da ist die Angst manchmal umso grösser, als du denkst, ja, wie würdest du es verkraften, wenn jetzt das mit dem Kind auch noch irgendetwas müsste sein. Aber ich glaube schon halt einfach auch ganz fest, dass er schon einen guten Schutzengel hat, der ihn begleitet und einfach schon schaut, dass es ihm gut geht. Ja. Was den Glauben anbelangt, haben wir verschiedenste Ereignisse gehabt, wo wir einfach gefunden haben, jetzt ist gerade das Zeichen gekommen, jetzt haben wir gerade gemerkt, er ist bei uns und er schaut gut. Irgendwie, ja, ich weiss, also ich meine, am Tag nachher bin ich in die Mitte gegangen und es war dort so ein doppelter Regenbogen gewesen. Und nur schon das Bild, das war komplett faszinierend gewesen. Oder ich habe immer wieder Zeiten, die auf und ab gegangen sind. Und halt manchmal extrem traurig und dann bin ich allein einmal auch in die Mitte hinterher. Und dann bin ich durchs Waldweg auf und habe wirklich ganz intensiv gesagt, so komm, gib mir doch jetzt einfach mal ein Zeichen, dass du da bist, dass du uns noch drehst und uns beschützt und einfach ja, für uns da bist.
Und dann ist wirklich in dem Moment ein Vogel vor meinem Fuß geflogen. Und das war die längste Zeit an meinem Fuß und ist nicht mehr weg. Für mich war das ein extremes Zeichen, einfach, dass er mir gezeigt hat, ja, ich bin da. Und also, ihr müsst euch irgendwie nicht grosse Sorgen machen. Ich bin dafür besorgt, dass es euch im Leben weiter gut geht. Ja. Der Verlust ist für die ganze Familie nicht einfach. Doch sie unterstützen sich gegenseitig. Lorina die hat Arbeiten gemacht im Voraus, wo sie sich extrem mit dem Tod auseinandergesetzt hat. Also, sie war vor allem im Joel schon ein grosses Stück voraus und hat ihn dann auch ein bisschen oben abholen. Und wir haben miteinander Fotos angeschaut, wir haben uns an die schönen Sachen erinnert. Das war einfach ganz, ganz viel wert in dieser Zeit. Auf dem Weg ins nächste Training. Heute coacht Joel Matli im Overground Basel eine Familie und hilft ihnen, an ihre Grenzen zu gehen. Wir kommen hier ins Training, weil es Spass macht und dass unsere Leidenschaft ist und Joel ein super Coach ist. Ja, und es macht auch mega Spass, zum beim Joel zu trainieren, weil er ist mega nett, er gibt gute Tipps. Gewisse Sachen traut man sich schon mehr, wenn man einen Coach hat, der weiss, wie es geht, wie wenn man einfach so am Trainieren ist. Ja, es gibt schon Sachen, die man auch explizit mit einem Coach übt. Zum Beispiel das Hindernis der Rohrschlitten. Ich hatte dort mal einen Unfall und dann hat der Joel mit mir wieder trainiert. Und jetzt kann ich das Hindernis wieder machen. Ohne Angst. Ich glaube, gerade bei den Jungen ist das Wichtigste, dass sie auch merken, ob es ihnen Freude macht. Das heisst, sie sollen zuerst mal spüren, hey, was macht mir am meisten Freude, was begeistert mich. Und ja, nachher natürlich probiere ich auch irgendwo durch das Vorbild zu sein. Und ich mache gerne etwas vor, zeige, wie sie einen Fortschritt machen können. Und dann, wenn sie sehen, dass sie irgendetwas das erste Mal arbeiten, das ist für mich auch mega schön. Er ist schon ein grosses Vorbild. Also unser Ziel ist es, einmal in die Sendung zu kommen. Jetzt, wo es auch keine Kids-Sendung mehr gibt, dann einfach mit 16 die Erwachsenen-Sendung zu kommen. Mhm. Das ist schon ein recht grosses Ziel. Joel hat stets hohe sportliche Ziele. Doch oft geht er über seine Schmerzgrenze hinaus und bekommt die hohe körperliche Belastung zu spüren. Klar gibt es auch bei mir Schmerzgrenzen, wo ich einfach das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich hören, leider. Ich habe lange gedacht, das gibt es nicht. Ich gehe im Training immer komplett über Grenzen raus, versuche eigentlich jedes Training so das Gefühl zu haben, so, wow, jetzt kann ich nicht mehr. Und das ist natürlich nicht immer ganz gesund. Man muss ein gutes Zwischenmaß finden. Ich länger mit dem Rücken unter einem Rückenproblem gehabt, Bandscheibenvorfall und bin jetzt schon länger mit Überlastungsproblemen am Ellbogen am Kämpfen. Das ist jetzt etwas, wo ich mich lernen muss, damit umzugehen und irgendwie das Training anpassen, aber es ist nicht ganz einfach, weil es halte mich natürlich irgendwo zurück, gerade wenn ich wieder mehr pushen und Gas geben will. Momentan ist die nächste Grenze, das mit dieser Verletzung zu managen, sodass ich happy bleibe, immer noch die Freude nie verliere am Training und trotzdem kann Vollgas pushen, weil das ist das, wo mich motiviert, zum Weitergas zu geben.